Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, liebe Freunde des guten Geschmacks. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen den Jack in the Game nachgemacht. Liebe Grüße an dich, Kumpel Keule. Ja, wir gehen weiter hier mit My Time at Portia, lange nicht mehr gezockt. Deswegen dachte ich mir so, komm, schmeißen wir mal eine Runde rein. Und damit herzlich willkommen. So, ich muss mir erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, was wir hier als letztes gemacht haben. Deswegen gehen wir auch gleich als erstes mal in unsere Missionsliste. Wir müssen noch ein paar Töff-Töff-Haltestellen platzieren. Die haben wir eigentlich gemacht. 3 Stück haben wir platziert. Und wir müssen noch Obsttarte holen. Nicht Torte, sondern Tarte. Das müssen wir noch machen. Naja, mal gucken. Erstmal werden wir uns hier die Briefe durchlesen. Vom Rathaus. Lieber Bürger, das jährliche Portia-Kampfkunstturnier findet an diesem Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, dann zeig uns deinen Kampfgeist und registriere dich. Die Registrierung, mein Gott, heute läuft Mittwoch und Donnerstag. Rathaus, sehr schön. Und von der Handelsgilde haben wir auch was bekommen. Lieber Handwerker, gestern hast du bei der Inspektion der Produkte auf Fehler hervorragende Arbeit geleistet. Genauso wie es ein Handwerker zur Klasse tun sollte. Wir danken dafür. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Zeit. Zwinker, Zwonker, wir haben ein Teeservice und Energiestein und Härtungsflaschen bekommen. Sehr schön. So, es ist Montag. Das klingt doch nach einem Plan. Und eigentlich sind wir gut dabei. So, was ist denn hier? Warum habe ich die alle gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich hätte vielleicht in der letzten Folge oder mir die letzte Folge nochmal angucken sollen. Wäre vielleicht sinnvoll. Ach, ich weiß warum. Wir wollten ja unser Haus vergrößern. Ohne nachgucken weiß ich das schon wieder. So. Es ist Montag. Montag heißt, wir werden uns erstmal einen neuen Handelsauftrag holen. Zack, erstmal rennen. Und los geht's. So. Rein hier zum... Ah, Higgins, geh weg. So, was haben wir hier? Wir haben... Sprinkler, nein. Kupferplatten, die nehmen wir. Wir nehmen jetzt mal Kupferplatten. 2 Stück. Das ist noch das Sinnvollste. Beim Rest brauche ich gar nicht nachzugucken. So, ach, immer falsche Taste drücke ich hier. Kupferplatten. Was brauchen wir für Kupferplatten? Wir brauchen Kupfer. Also Kupferbarren, um genau zu sein. So, und Kupferbarren kriegen wir nur, indem wir hier... Den sagen, weg mit euch. Oder können wir schon Kupferplatten zufällig herstellen? Falscher Dings. Hier, wahrscheinlich nicht, weil ich das auch gerade gesehen habe. Kupferplatten, nee, wir haben nicht eine einzige. Wir brauchen insgesamt 6 Kupferbarren. Dann werden wir das hier mal abbrechen. Und 6 Kupferbarren anstatt dessen. Uch, das war ein bisschen viel. 6 Kupferbarren hier reinsetzen. Einmal auftanken. Und dann sollte das genügen. Okay. Obsttarte. Wir wollen noch eine Obsttarte machen. Für die Obsttarte brauchen wir... Jetzt gucke ich nochmal hier rein. Mission. Mit Eiern, Milch und ein paar Früchten. Gucken wir mal, ob wir Eier, Milch und ein paar Früchte haben. Also Früchte haben wir ja. Das ist jetzt nicht so das Problem. Irgendwie... Das hier ein bisschen komisch aus. So, Eier. Früchte. Ich brauche Milch. Ganz wichtig, ich brauche Milch. So, wir werden erstmal hier ein bisschen Zeugs reinpacken. Wenn ich denn wüsste, da. Zack. Das kann hier rüber. Das auch. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Teeservice. Brauchen wir die? Wer weiß. So, Stein können wir hier reinmachen. Kupfer. Den Steinhaufen können wir wieder mitnehmen. Zack. Energiesteine. Marmorplatten. Was bist du? Zinnerz. Ein einziges Stückchen. Okay, der Rest sieht soweit ganz gut aus. Dann, das machen wir nicht. Hier haben wir nichts. Das können wir alles verkaufen, beziehungsweise dann weggeben. Holz hier. Zack, zack, zack. So. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Können wir auch alles verkaufen. So. Gut, sieht da schon mal ein bisschen übersichtlich aus. Wir brauchen Milch immer noch.
Wo hatte ich die Milch versteckt? Hier. Nicht, das ist Dressing. Wo habe ich die Milch versteckt? Habe ich überhaupt schon Milch? Ich hätte jetzt gedacht, ich habe sie hier. Aber ich sehe sie nicht. Oh nein, wir haben noch gar keine Milch. Gut, dann müssen wir Milch kaufen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen Milch kaufen. Geld ausgeben. Geld ausgeben. Ich bin doch so geizig. Ich möchte keine Geld ausgeben. Nee, wir müssen Geld ausgeben. Wir brauchen Milch. Und Milch kriegen wir, knack, knack, nicht von der Ente, sondern von der Mumu. Also von der Kuh. Und nein, Sophie ist keine Kuh, aber der Bauernladen führt Milch. Hier haben wir Milch. Boah, der Preis ist natürlich jetzt natürlich ein bisschen gestiegen. Und wir brauchen... Ach komm, wir holen gleich fünfmal Milch. Wir haben es ja. Wir haben 15.000. Wir haben ja die Knete hier und hauen mal die für Milch raus. Dezent. So. Damit werden wir uns also nach da hinten begeben. Also wieder nach Hause. Zuck. Und damit dann, ja, wir müssen hier hin. Da zum Koch. Dingsbums da. So, Zutaten hinzufügen. Zutaten hinzufügen und Zutaten hinzufügen. Mit dem Kochen beginnen. Wir haben eine Obsttarte bekommen. Also sehr gut. Und dann das gleiche nochmal. Und zack. Und zack. So, mit dem Kochen beginnen. Und die letzte Obsttarte. Sehr gut. Damit können wir Marthas Lieferung machen. Jetzt muss ich mal bloß in die Karte gucken. Genau, da hinten müssen wir hin. Und hier müssen wir auch noch das Töff-Töff-Mobil, die Quest, abschließen. Das sieht doch alles schon ganz, ganz knorke aus. Nebenbei geht unser Handelsauftrag hier auch weiter. Ach ja. So, da hinten ist die Sophie. Upp. Und der gehen wir jetzt wunderbar. Bleib mal hier stehen. Huch, Entschuldigung. Oh, you've made an old lady very happy. I've had a craving for fruit tarts for a while now. Dass die alte Dame so Heißhunger auf Obsttarten hat. Ich finde das total süß. So, wir haben ihr ganz viel gegeben an Obsttarten und wir kriegen Bambussamen und sowas alles. Oh, das ist gut. Okay. Sehr schön. Dann geht's weiter. Wir werden die Töff-Töff-Haltestellen, die wir jetzt platziert haben, die Mission abschließen. Dafür müssen wir zum Bürgermeister gehen. Zack. Und, ey, sag mal. Geht der wieder raus? Bleibst du mal hier? You've already placed the DD stops? That's very efficient. Here's your commission fee. With the new DD stops, traveling around this area will be much more convenient. Sehr schön. Haben wir dies also auch erledigt? Und damit ist unsere Missionsliste hier, upala, da ist sie, jetzt sehr übersichtlich natürlich. Das ist aber vielleicht auch mal ganz gut, dass sie so ein bisschen übersichtlich, also ich würde es euch raten, dass ihr die übersichtlich lässt und gar nicht erst in Versuchung gerät, da irgendwie jetzt hier extrem hochzukommen. So, ich bin am Überlegen, ob wir uns noch einen weiteren Ofen besorgen. Wo ist er denn, der Ofen? Müsste der hier, glaube ich, sein. Nee, wir haben noch schon mittlerweile den Industrieofen, oder? Industrieofen, hier, genau. Aber wir brauchen Carbonstahl dafür. Dafür müsste ich das erstmal wieder herstellen. Und wir sind ja momentan hier mit den Kupferbarren beschäftigt und alles. Nee, dann lassen wir's. Auf langer Sicht sollten wir uns vielleicht aber trotzdem noch einen weiteren besorgen. Gut, was wollen wir machen? Der Tag ist ja noch jung.
Erstmal werden wir hier ein bisschen Zeugs abladen. Bin ja überlegen, packe ich die Eier hier mit rein? Oder packe ich es da mit rein? Wo haben wir denn die Eier überhaupt her? Wo sind meine Äpfel eigentlich? Da. Die packen wir da mit rein. Ja komm, wir packen das da mit rein. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo was anders mit rein. Anbau. Ja, na, obwohl Anbau passt nicht. Na komm, nee. Holzfällen, Kleidung, Nutztiere. Wir packen es bei Nutztieren mit rein. Ich wüsste nicht, wo es sonst mit rein soll. Ist zwar jetzt alles hier eher so Mixer und Buffer und sowas halt alles, aber... Da ist ja auch das Salz mit drin. So, übrigens unser Kürbis ist hier fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können... neue Sachen anpflanzen. So, Kürbis packen wir hier mit rein. Und was machen wir als nächstes? Kartoffelfruchtsamen könnten wir. Wir können natürlich weiter Kürbis anpflanzen. Weizen. Sommer und Herbst, was ist das? Wir sind jetzt noch im Sommer, danach kommt der Herbst ja schon. Aber wir haben eigentlich noch Zeit, was das angeht. Dann sollten wir gucken. Ja komm, wir pflanzen noch einen Kürbis an. So. Säen. Und dann noch ein bisschen düngen. So, noch weiter Dünger kann ich nicht anwenden. Weiter geht's nicht. So, dann wieder hier rein. Und zack. So, gut. Wenn wir dies erledigt, dann würde ich sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeugs hier drin. Wir werden... Ja, komm, wir werden erstmal noch ein paar Holzkisten herstellen. Nummer 20. Und die verkaufen wir dann nämlich. Für teuer Geld. So, Nummer 10. Zack. So, das haben wir. Dann ein paar Steinhocker. Zack. So. Haben wir uns auf jeden Fall erstmal Erfahrung geholt und wir holen uns jetzt noch ein paar Golds. Das kriegen wir hin. Deswegen, also wenn ihr Material habt, das ihr nicht benötigt, dann verkauft nicht das Material, sondern verkauft dann das Erzeugnis. Also stellt erstmal Sachen daraus her, verkauft das Erzeugnis, ihr kriegt Erfahrung und ihr verschwendet kein Material und ihr kriegt Golds. So. Pinky. Pinky beschenken wir. Mit einem dicken Kugelfisch. So. Das ist auch erledigt. Und dann verkaufen wir jetzt hier unser Zeugs. Ja, einmal alle verkaufen. Und hier auch einmal alle verkaufen. Zack. Sehr gut. Okay. Haben wir das auch. Was machen wir jetzt? Ich bin am überlegen, dass wir nochmal in die Minen reingehen. Wäre am sinnvollsten. Wir werden in die Minen nochmal reingehen. Und ich bin am überlegen, bloß in welche Mine. Dadurch, dass wir ja Zinnerz und sowas alles brauchen, beziehungsweise die Carbonstahlbarren, wäre es sinnvoll, wenn wir in die Mine da oben reingehen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier gerade vor den Umweg. Egal. Naja. So ein doller Umweg war es nicht. War okay. Genau, wir gehen jetzt hier in die Mine nochmal rein. Ich hoffe, mein Pass ist noch nicht abgelaufen. Naja, war klar. Komm, 300 Golds rausgehauen. Wir haben ja gerade 500 eingenommen. Das ist okay. So, Reliktscanner an. Und dann gucken wir mal, wo wir hier noch ein paar Relikte finden. Da war schon mein großes Loch.
Gibt's hier keinen mehr? Da. Da gibt's Relikt. Oh, hier ist ja gleich eins an der Oberfläche. Das nehmen wir auch gleich mit. Ich habe jetzt so lange Zeit My Time at Sandrock gespielt und lange nicht mehr My Time at Portia, dass ich erstmal wieder überlegen muss, wie, was, wann, wo hier passiert. Die ähneln sich ja sehr stark, aber dennoch sind ja so ein paar Mechaniken anders und gerade so das Setting ist ja nun mal anders. Und da muss ich erstmal überlegen, wie war das nochmal gewesen? Oh, was haben wir denn hier? Was bist du denn? Ein neues Relikt, Meerjungkatzenstatue. Aha. Das klingt wirklich wow. Hier haben wir ja eine Ader gefunden. Holla die Waldfee. Was bist du, eine Platine? So, dann kommen wir hier weiter. Da muss ich nichts reinmachen. Ein Eimer. Und dann geht's hier weiter. Eine Sprühdose, eine Härtungsflasche. So, gehen wir kurz ein bisschen hier hoch. Ah, wieder ein Relikt. Soldat mit Klinge. Ich glaube, wir brauchen noch eine weitere Kiste für Relikte. So. Die wird doch gar nicht reichen, die Reliktkiste, die wir jetzt haben. Und noch ein neues Relikt. Soldat mit Axt. Wäre schön, wenn wir mal Relikte hier fertig kriegen und nicht nur immer neue Relikte finden. Also, neue Teile von Relikten. Ein Schläger. So, hoch müssen wir nicht. Ja, wir gehen mal hier direkt vor uns weiter. Was bist du denn? Ach, wieder Meerjungkatzenstatue. Dann gehen wir hier lang. Eine Schmiermittelflasche. Einmal hier geradeaus. Wir sind dann Level up. Sehr gut. So, Level up. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir haben ja hier fleißig weitergemacht mit dem Kämpfen. Schlagkraftschaden um 24 erhöht. Das werden wir weiter machen. Damit wir uns ein bisschen für die nahen Kämpfe stärken. So, wir gehen mal hier rüber. Hier, der ist ja recht nah dran. Müssen wir nur ein bisschen nach oben uns graben. So, zack, das haben wir mitgenommen, das Brillenglas. Dann gehen wir ein Stückchen hier runter. Sag nicht, das ist hier. Ich wollte schon sagen. Wir sind jetzt übrigens am Boden angekommen. Also, das ist hier das Ende der Mine. Und hier kommt man nicht durch. Nur so als Information. Seht ihr also diese Wände hier? Dieses Graue hier unten. Hellgraue Reliefstein. Das ist das Ende. Da geht's nicht weiter. Weil die Mine ist ja nicht unendlich groß. So, wir werden uns mal nach dort drüben durchhacken. Nebenbei ein bisschen Mangan hier abbauen. So. Was ist das? Ach so, ein Sprinklerteil. Juhu, ein Ventil haben wir bekommen. Sehr gut, das brauchen wir auch. Und dann geht's. Oh, wir gehen hier weiter. Oh, jetzt habe ich mich selber ein Stückchen nach unten gehackt. Ausdauer ist noch genug da. Was ist das, wieder ein Schläger? Ja, wieder ein Schläger. Ah, ich will keinen Schläger. Weiter geht's hier drüben. Eine Feder. Sehr schön. Und dann gehen wir nach dort unten.
buddeln wir uns wieder ein bisschen in die Tiefe. Ein einfacher Schaltkreis. Nehmen wir mit. Da geht's weiter. Ja, geht nur da weiter. Okay. So, eine Wunderlampe Teil 2. Die hatten wir ja auch schon angefangen, die Wunderlampe. Das weiß ich. So, dann gehen wir nach da oben. Zack, sehr gut. Einen großen Eiseneimer gekriegt. Und dann geht's hier weiter. Und schön noch eine Eisenerz, Bleierz und so weiter Ader bekommen. So, da oben ist noch der Schläger, den nehmen wir auch noch mit. Zack. Und mehr gibt's hier nicht. Doch, hier wollte ich gerade sagen. Da ist noch was. Da hinten. Weiter durch die Ader. So, na komm. Da bist du. Schmier bitte. Nein, nein, nicht sonderlich viel. Aber immer was. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Sehr schön. Und dann werden wir uns hier rüber hinbegeben. Und ich sehe gerade, unsere Kupferplatten müssen wir noch ganz schnell dann in die Fertigung bringen. Das machen wir gleich. Wir werden auch den letzten Punkt hier rausholen. Was haben wir hier noch? Ein Soldat mit Klinge. Sehr gut. So, zum Ruineingang wieder zurück. Und dann werden wir uns nach draußen begeben, die Kupferplatten herstellen. Dafür müssen wir erstmal die Kupferbarren wieder abholen. Das wäre sonst verschwendet, wenn ich jetzt das nicht mache. Was war denn das für ein Geräusch? Das gehört dieses... So, gleich wieder zu Hause. Ja, passt alles noch von der Zeit her. Mal sogar noch unser Inventar aufräumen. So, hier hinten. Kupferbarren, Fertigung abgeschlossen. Sehr gut. Und wir brauchen 2 Kupferplatten. Genau. Super. Also unsere Eisenbarren gehen hier weiter fleißig. Das ist toll. Wir lassen jetzt mal einen Ofen lieber unberührt, nenne ich es jetzt mal. Das ist ganz sinnvoll. So, Relikte. Wir brauchen eine weitere Reliktekiste, definitiv. Da werden wir nicht drum herum kommen. Aber erstmal werde ich hier ein bisschen ausmisten. So, das brauchen wir erstmal nicht. Zack. So, dann haben wir ja hier noch Pflanzensamen. Zack. Und dann ganz viel Material für Steine und so weiter und so fort hier. Also das, 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 das. Das. Genau. Zack. Und der Rest, den lassen wir so. Einmal hier hoch gemacht. Gut. Jetzt probieren wir mal alles in die Reliktekiste zu reinzudonnern, wa? Was ja nicht reicht. So. Sag ich ja, passt nicht. Das reicht nicht. Müssen wir natürlich auch noch schauen. Soldat mit Axt, Denkmalmodell. Hm. Denkende Dose. Alte Sprechanlage. Alte Thermoskanne. Ich bin ja im Überlegen, dass wir noch 2 sogar rausnehmen. Dass wir so ein bisschen Platz dafür haben. Ja, komm, die nehmen wir noch raus.
So, dann brauchen wir noch eine Reliktekiste. Dann einmal fertigen. Und eine Kiste. So. Gehen wir jetzt hier rein. Schmeißen hier noch eine Kiste hin. Absetzen. Umbenennen. So, dann nennen wir diese Kiste nicht Holzkiste, sondern Relikte 2. Bestätigen. So. Und dann... Genau, müssen wir die hier auch noch umbenennen in Relikte 1. So. Haben wir das erledigt? Relikte 2, da packen wir dann alles rein, was wir hier haben. So, Soldat mit Klinge, Soldat mit Lanze. Und dann das hier. Da war doch hier noch auch noch ein Soldat mit Lanze. Soldat mit Klinge. Soldat mit Lanze. So, die müssen wir natürlich, wenn es geht, auch alle zusammen in einem lassen. Genau. Wäre sonst schlecht. Gut. Das haben wir. Sieht doch alles soweit ganz knorke aus. Den Talisman können wir eigentlich auch wegräumen. Was habe ich den hier noch mit? So. Brauche ich nicht. Okay. Sieht ganz knorke aus. Wir haben recht viel geschafft. Das Teservis könnten wir uns eigentlich hier hinstellen. Das macht nämlich maximale Ausdauer noch. Das werden wir mal machen. Zack. Das passt bestimmt hier auf den Tisch. Natürlich nicht. Schade, wieso passt das nicht auf den Tisch? Das ist ja doof. Na gut. Zack. Teeservice. Und damit haben wir dann auch, ne? Ja, recht viel. Plus 33. Na gut, können wir nicht alle machen, aber wenn wir dann unser Haus vergrößert haben, dann wird auch die maximale Buffanzahl, sage ich jetzt mal, erhöht. Gut, wir gehen schlafen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen hier bei My Time at Portia. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken. Da würde ich mich wie immer sehr drüber freuen. Und mit den Worten, liebe Leute, des guten Geschmacks, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!